Boom! Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit mir in Last Camp 90 und dem Venom Place. Ja, das wird der Double Tap. Booyaka! Ja, wir starten aus der Perspektive. Man merkt richtig, dass Garrus auf Hochtour pisset ist. Denn wir haben gestern die Hauptmission von Grunt gemacht, von Mond zu Ende gemacht, wurden von sind in ein Kollektorenschiff geflogen und wurden fast mittelmäßig auseinandergenommen. Und dann haben wir mit Garrus geredet. Garrus Vakarian. Und jetzt haben wir seine Mission und diese werden wir jetzt auch anfangen. Denn dann haben wir endlich Garrus of Loyalität. Haben und dann endlich seine badassige neue Rüstung, hoffentlich. Dann haben wir dann endlich seine Panzerbrechende Munition, wollte ich jetzt eigentlich drauf anspielen. Du hast Nachrichten, geh zum Terminal. Teamstatus, was heißt denn das eigentlich? Achso. Aber du bist noch da, ne? Ja, wieso? Okay, ja, dann machen wir jetzt mal Garrus Mission. Das werden hier nochmal. Da war das Kollektorenschiff eigentlich. Ah ja, stimmt. Nein, da ist da musst du, glaube ich, hin, weil da. Wer war da nochmal? Nee, war hier nicht Tuchanka? Ja, keine Ahnung. Da war noch irgendwas von der Hauptmission. Das da. Ach, da drin ist die Basis. Das ist dieses Reaper FFS, da will ich aber noch nicht hingehen. Weil ich da, weiß. Genau da, wo du gerade warst, da war das Reaper FFS. Ja, das, da müssen wir eigentlich hingehen, nur das möchte ich noch nicht machen, weil ich möchte erstmal die Justicarin rekrutieren, den Attentäter rekrutieren, Jacob helfen, Tali rekrutieren, also alle erstmal auf loyal machen, die wir jetzt haben. Und deswegen möchte ich das noch nicht machen, weil ich auch nicht weiß, ob das jetzt zur Hauptmission gehört. Und ja. Also erstmal, wie gesagt, die Nebenmissionen, dann die Hauptmissionen, wie wir es immer gemacht haben. Und vor allem, wenn wir dann sie alle auf loyal haben, dann haben wir den Vorteil, dass es nicht so schwer wird. Also, ja, bei der Selbstmordmission, dass es bei der Selbstmordmission mehrere überleben. Wahrscheinlich überlebt gar keiner. Ja, ich werde davor speichern, bevor wir durch dieses Omega-4-Portal nämlich fliegen. Und wenn nämlich wirklich alle sterben, wenn wirklich ein paar sterben sollten, werde ich das nochmal von vorne machen. Weil ich möchte versuchen, dass alle überleben. Natürlich wird es nicht zu 100% klappen, es sei denn, wir haben das Glück. Und dadurch, wenn alle loyal sind, ist das eigentlich so, dass dann alle überleben. Also eigentlich überleben sollten. Und was ist, wenn nur Garrus stirbt? Garrus dann auf jeden Fall. Weil Garrus, von Garrus, der wird im nächsten Teil auch wichtig. Aber ich glaube, der kann sterben. Sogar Shepard kann hier sterben. Nur da müssten wir im dritten Teil einen neuen Charakter machen. Oder, das stimmt. Oder wir müssen nochmal den zweiten Teil nochmal spielen. So, wir nehmen natürlich Garrus und Grunt mit. Ja, Grunt hat ja jetzt seine neue Fähigkeit. Der ist nämlich hart pisset. Oh yeah. Genau. Grunt kann ja jetzt endlich seinen Betäubungsschuss machen. Ne? Wolltest du ja machen, ne? Ja. So, was machen wir denn? Ein massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischen Gewalt zurückwirft. Knochenbrecherische. Aufladezeit 12 Sekunden. Kraft 600 Newton. Schaden 100 Punkte. So, und dann Leitungsstarter, Sprengladung. Leistungsstarker, Entschuldigung. Geben ihrem Schuss eine Einschlagradius. Einen Einschlagradius. Einschlagradius. Ja, das weiß ich nur. Ich habe einen verschluckt. Sodass damit mehrere Feinde zurückgeworfen werden können. Also ich finde das eigentlich. Macht zwar jetzt die Kraft nicht so viel. Auch nicht der Schaden. Verbessert einen Betäubungsschuss. Ja, aber da können mehrere getroffen werden. Aber den Schaden und der Newton ist nicht erhöht. Der Betäubungsschuss ist eigentlich zum Töten da. Ja, okay. Aber dann sagen wir es mal so, von Grunt wird der tödlich. Nee, dann wäre das doch besser für Grunt, die Betäubungswelle. Nee, das wäre doch besser für alle drei, diesen verbesserten Betäubungsschuss. Weil nein, dann oder... witzelt der fast. Oder Grunt macht halt diesen Betäubungsschuss und wir machen halt diese Betäubungswelle. Was ist mit Garrus? Garrus, der kriegt ja erstmal die Panzerbrecher-Muni. Ach stimmt, die müssen wir ja dann auch leveln. Stimmt. Ja, ich habe extra da gesagt, du machst für den nicht, weil du den verbesserten Betäubungsschuss machen sollst. Zweimal verbesserte Betäubungsschuss und du machst Betäubungswelle, ja? Nein, nicht für den.
Für den verbessert er Betäubungsschuss. Für Ghost dann auch und für dich Betäubungswelle. Okay. Also, dann haben wir das. Warte mal eben. Als nächstes machst du Verstärkung. Warte. Als nächstes mache ich Verstärkung. Was kann das denn eigentlich am Ende? Verlängert die Dauer. Massive Verstärkung. Erhöht den Schaden. Erhöht die Stärke von. Achso. Dass du mehr Schaden absorbieren kann. Ja. Also was ist dann besser eigentlich, der die Länge? Massive Verstärkung. Okay. Ja. Dann Garrus. Was kann denn Garrus machen? Garrus kann gar nichts machen im Moment. Warum ist denn der so pisset? Weil wegen der alten Zeit, ich weiß auch nicht mehr, was da war. Was sollten wir nochmal machen? Oder sollten wir lieber auf. Warten, ihr habt gesagt, du sollst warten, damit du den Betäubung. Dass du den. Nicht den Betäubungsschuss. Panzerbrechen-Muni. Leveln kannst? Ja. Okay. Ich glaube, hier kriegen wir sogar danach noch ein Level ab. Das wäre noch geil. Noch geiler. So rum. Mag Garrus am allermeisten. Ja, Garrus ist geil. Wir müssen Fate finden. Ja, was mit perversen Helm du hast, Alter. Sieht das nicht nice aus? Das sieht richtig nice aus. So, dann let's go. Müssen wir unbedingt diese Regel haben? Welche Regel? Oh, geil. Okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Das sind noch 20 Folgen Kleidung umändern. Jetzt haben wir ja nichts mehr zum Umändern. Also. Weil jetzt haben wir jetzt eigentlich so gut wie alles gezeigt. Die Karte. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Tagebuch lesen. Auge um Auge, Fade finden, in einem Lagerhaus. Zakrit-Bezirk, wo ist denn der? Zakrit. Ja, fast Zakrit. Rapid. Lagerhaus hier. Da müssen wir hin. Also umdrehen. Ja, Entschuldigung, aber das dadurch, dass die Maus jetzt so, ne? Also wie gesagt, wie bei Hearthstone gesagt, natürlich wird von dieser Part vor Hearthstone kommen oder mal gucken, vielleicht sogar vor Hearthstone, nach Hearthstone. Aber ich denke mal nach Hearthstone, weil wir haben weniger Hearthstone als Mass Effect. Bei Mass Effect würde ich jetzt mal sagen, ja, da ist man jetzt so fast vielleicht 2-3 Wochen oder so beschäftigt mit. Auf jeden Fall werde ich, wenn ich mein Dingens habe, mit Grunt reden. Ja. Und sowas geht hier als Nahrung durch? Mein Geschmack tendiert ja eher in Richtung Esswurst. Oh, sieht aus, der war gemein. Würmer. Das ist tote aus wie Würmer. Tote Würmer. Und Menschen. Das ist mein Lieblingsgeschäft. Okay, das ist Teschan. Teschan brauchen wir nicht. Doch, kaufst du trotzdem. Ist so geil für deine Waffe. Für dein Schild. Für deine Rüstung. Das sieht man ja nicht. Ist egal. Eine Rüstung muss badass sein. Ja, außerdem würde ich hier ein bisschen Warte mal, gut. Ups. Nee, auf jeden Fall, wenn ich nämlich meinen neuen Grabber habe, ich werde mir nämlich die Elgato 60 HD holen. Hier müsste es sein. Die Schläger des Fälschers sind bestimmt drin. Werde ich Diablo 3 wahrscheinlich mit Danny let's playen. Und ja, dann let's go. Kontaktmann. Oh, die sehen ja nicht so nett aus. Du hast eine Todesmaske. Will das Vieh denn? Fade? Sie sehen ganz anders Fade aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also. Wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah. Diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt! Schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Kommt doch drauf, drück drauf! Schleichen Sie beide. Nein. Nicht wir haben doch was gesagt. Ja, aber dann hättest du jetzt ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt!
So wird man pissig. Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Wir suchen jemanden. Einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blues Hans. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Wie zum Teufel ist das Harkin Fade geworden? Also, C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Und er benutzt sein Wissen über den Laden und seine Systeme, um die Leute verschwinden zu lassen. Das ist natürlich klug. Dann ist er selbst verschwunden. Und aber hart an sie. Fade wurde geboren. Sozusagen. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um sie da Danach bin ich nämlich am Überlegen, nach Gareth's Mission auf Vitali rekrutieren, also dieses eine Mädchen mit der Maske. Weißt du, welche ich meine? Mhm. Oder ob wir den Attentäter, also du hast ja den im Trailer gesehen, oder diesen sogenannten Trailer, ob wir den rekrutieren. Nur mit Tali bin ich am Überlegen, ob wir dann anstatt mit Miranda, dann mit Tali die Romanze machen. Weil wir können ja jetzt eine weitere Freundin machen, weil Liara weiß ja nichts davon, quasi. Und, dass du ihr nicht treu bleibst, Miranda. Miranda? Bist du sicher? Egal, nimm die andere, die du meintest. Mit Tali habe ich nämlich noch nie sowas angefangen, weil ich glaube, man kann sogar hier herausfinden, wie sie ohne Maske aussieht. Ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube es. Wenn sie hässlich aussieht, boxe ich durch einen Fernseher. Alter. Wir müssen zur Transitstation. Nee, ich kann nichts gegen äußere Werte, bla bla bla, aber. Nee, ich kann ja. Also wenn die so eine Jack ist, dann boxst du in den Boxen gerne rein, ne? Dann kommen wir wieder zu ihnen. Wir alle direkt zu. Oh. Wenn wir Haken nicht finden, dann kommen wir direkt wieder zu ihnen. Dann werde ich mal eben kurz. Sagst du rufen? Dann werde ich mal eben kurz mal Danny zeigen, wen ich meine. Und für euch geht das ja dann sofort weiter. So, da sind wir wieder. Ich bin schon mal zum Rapid Transit gegangen und wir gehen jetzt mal zum Dingens. So, wir haben uns entschieden, dass wir die Romanze mit Tali machen, also versuchen. Ich glaube, man kann sogar mit beiden. Ich glaube, man kann alles klar. Ein Flottendreier. Na, geht. Kommt drauf an. Geht's, kommt drauf an. Junge, die Miranda zerreißt sich in der Luft. Oder ist gerade voll in Frame im Bruch. Ich, ne? Doch, gerade hattest du 14 FPS, noch einmal hast du 45 gehabt. Ein guter Laune-Milchshake. Der gute Laune-Tee ist ausgestorben. Nein, wir haben ihn leer gemacht. Der gute Laune, Gareth. Heute mal. Was ist das? Könntest du bitte jetzt schnell auf die Taste drücken? Shepard? Geht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Ich kann mich an den gar nicht mehr erinnern. Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Feinde! So, Gareth nimmt jetzt erstmal seine Sniper. Du machst deine Brandmunition rein, ich hab meinen schon drin. Du machst den hier, wir machen den hier. Alles klar. Ja, super. Hat Feuerwerk gebracht. Anvisiert und umgenäht. Wow. Wow. Dabei hast du keinen zu kommen sehen. Tja, den hat er nicht kommen sehen. Der Tiger ist recht. Könnte es sein, dass Gareth gerade ziemlich angepisst ist? Ja, ich habe ihm seine Sniper gegeben, also demnach kann er schon ein bisschen jetzt auf die Schippe hauen. So, Grunt, zeig doch mal her hier. Wie sieht denn das jetzt aus? Oh. Das Vieh lebt noch. Nee, das ist tot, oder? Ja. Nee, die sind beide tot. Feuer.
War die Investition gut? Ja. Achso. Pommes gesponsert von meiner Mom. Das siehst du mal. Danke. Das Vieh war noch am Leben. Boom. Wusstest du? Was? Das ist jetzt nicht böse gemeint und auch nicht rassistisch, dass Engländer in Cisco ja sich anhören wie MLG, wie diese MLG-Bots. Ich hab dir doch mal schon so ein Video gezeigt, ne? Nee. Ach, schon, muss man zeigen. Hast du das von Bronx Moments von Machine Mayhem gesehen? Nee. Na, schade, muss man nicht sagen. Weil so, die spielen so monoton wie ein Roboter. Und genau so haben die Engländer gesprochen. Weißt du, CSGO, Normal sind meistens Russen und Engländer. Nichts gegen Russen und Engländer, ne, aber. Sie sind nicht nett. Das habe ich erwartet in CSGO, ich weiß. Boah, das war gut, ne? Sei ehrlich. Jetzt kommt von Grunt das. Jetzt kommt das von Garrus. Und jetzt komme ich. Jetzt gehst du drauf. Ja, wir sind tot. Da kam der Grunt. Nix, nix, nix. Dann safe. Vorsicht. Ja, ja. Ich würde mich beeilen, weil in der Nähe können auch Gegner sein, die ich jetzt anhängen. Nee, nee. Ja, da oben steht wirklich, wie viel Credits da drin sind. Harkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Ja, das macht ihn. Das ist nur. Alter, das ist 900 Platin drin. Hallo? Ja, ja, ich guck grad. Okay, wie viel? 900? 900 Credits, wohl ja. Da war Platin drin. Ich habe keine Ahnung, warum nicht dann Credits bekomme. Du hast zu viel Platin. Nee, nee, nicht zu viel Platin. Das geht trotzdem immer weiter. Na, mit nichts zu sagen. Gary, schieß mal bitte da drauf. Oh, ich hab grad einen richtig makaberen Humor, Alter. Ich liebe dich, darf ich diesen Witz bringen, bitte? Welchen? Ist ja ein richtig. Ist ja ein mega Rassist-Witz? Nein, das ist kein Rassistenwitz, nur der ist ein bisschen menschenverachtend. Okay, dann hau rein. Dieser Moment, wenn ein Penner Hartz IV beantragen will, hat aber kein Geld für einen Stift. Der ist makaber. Der ist richtig makaber. Der ist richtig hart, also. Ich dachte, dieser kleine Fliegen, dieses kleine Fliegenstück da hinten wäre eine Granate gewesen. Die war ja immer mega gegangen, passiert dann. Bumm. Du kannst gegen Ecken schießen. Spür den Blut. Zum Unboxen. Tja, klar. Tja, klar. Ja, klar. Ist verstanden. Ist verstanden. Feinde vor! Leute. Raus! Was? Wie konnte ich denn das jetzt daneben schießen? Das müsste sie auskennen. Wow.
Turianer. Komm, soll ich mal einen Witz raushauen? Warum? Nein, nein, ein Quiz. Meinst du ein Quiz? Dieses Quiz, dafür musst du dich jetzt aber anstrengen, ne? Das ist sehr intelligent. Wer sind das denn jetzt gemacht? Ja, kannst du mal sehen. Oder war das Grund? Autsch, das hat viel. Ah, Platinen. Ah, 900. Credits. Ich werde gerade beschossen. Ja, bis jetzt wurde es noch nicht getroffen. Das würde das jetzt abbrechen. Ich weiß. Bist du bereit für das Quiz? Ja, ja, mach. Ah, das ist aber sehr schwer, ne? Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Alles klar. Ich bin jetzt wieder... Ich werde jetzt ein paar Informationen geben. Die das kennen, bitte nicht in die Kommentare schreiben, die Lösung, weil vielleicht sind andere, die müssen das wissen. Und die das wissen, wovon, könnt ruhig reinschreiben, was ihr davon haltet. Also, ich weiß, was ihr jetzt schreiben werdet. Weiter, aber kann das ja auch mal für Pascal. Vielleicht weiß er es nicht. Jo, hau rein. Okay. Herzlich willkommen zu der Venom Plays Quizstunde. Ich werde jetzt etwas erzählen. Du musst es erraten. Also auf der Ursache. Okay. Eine Frau. Bist du? Ja, ich hör zu. Eine Frau. Eine Frau. Boah, Alter. Aber eine heute Eine Frau noch, ne? Geht in ein Restaurant. Ja. Isst Fleisch. Ja. Danach ist sie erschrocken aus dem Restaurant rausgerannt und ist vor einem Lastwagen gesprungen. Ja. Ich möchte von dir wissen, warum sie es getan hat. Weil sie Menschenfleisch gegessen hat. Das ist richtig, oder wie? Was ist denn jetzt los? Bist du überhaupt noch da? Du bist ein harter Mixer, weißt du das? War das jetzt richtig oder was? Jetzt sag ich, das war richtig. Das war richtig. Das ist doch nicht mal schwer. Sie hatte ein... Wer kann das wissen, dass du genau dann darauf kommst? Ich will doch nicht sagen, wenn die in das Restaurant geht, Fleisch ist, dass sie direkt... Nee, weil ich vor ein paar Tagen habe ich nämlich The Last of Us Let's Play geguckt und da kam die Stelle mit diesem David. Mit diesem David von diesen Kannibalen. Also. Weil guck. Die Frau war auf einem Reiseschiff, hatte ein schweres Schiff unglückt. Kam ja. Sie schwer verletzt auf eine Insel. Da waren zwei, Einsiedler. Die haben die versorgt mit Fleischkeulen, ne? Ja. Die haben gesagt, das waren irgendwie Echsen-Fleischkeulen oder so, ne? Ja. Nachdem sie gerettet wurde, wollte sie einmal das Tier essen, was sie im Leben gerettet hat, ne? Aber als sie in die Fleischkeule reingebissen hat, hat sie gemerkt, dass das nicht geschmeckt hat wie auf der Insel. Ja, und dann ist sie eingefallen, sie hat die Leichen gegessen. Und dann ist sie rausgegangen, vor dass sie geschmeckt hat. Notfall, Ausnahme, ja, ne, dann... Ich möchte jetzt nicht erwähnen, wovon das ist, denn dann würdest du jetzt ein bisschen gerade von dir selbst erstaunt sein. Und du bist gerade am Kämpfen, dann würdest von du wem, von dir von selbst... Von wem ist denn das? Von Commander Krieger und Pizmeet. Pizmeet hat dafür mindestens 30 Minuten gebraucht. Was du gerade in ein paar Sekunden geschafft hast. Läuft. Deswegen weiter, verstehst du? Aber die haben die ganze Lösung erzählt, ne? Nicht nur Schweinefleisch. Nein, die haben Schweinekeulen. Ich hab anstatt Fleisch... Haben die, glaube ich, Schweinekeulen gesagt oder so. Keulen. Wie du auf Menschenfleisch kommst, weiß ich nicht. Aber du bist direkt drauf gekommen. Der hat das so erzählt, wie ich jetzt gerade nur. Anscheinend habe ich ein paar Fehler gemacht, glaube ich. Und du wirst das nicht so schnell wissen oder du bist anscheinend sehr intelligent. Jetzt nichts gegen dich, ne? Aber nee, du hast das eigentlich schon so erzählt. Eigentlich, also normalerweise sollte das eigentlich keiner wissen, weil du hast nur gesagt, die ging in ein Restaurant, hat Fleisch gegessen. Weiß ja nicht, welches Fleisch das ist. Vielleicht ist sie ja allergisch von... auf Schweinefleisch, auf Rinderfleisch oder sonst irgendwas, weiß ich ja nicht, oder sie... Ja, und du kommst direkt auf die Lösung, die bei Commander Krieger, weil die haben versucht, irgendwie da dran zu kommen und die Lösung. Also, ne? Mein Respekt. Der ist schon ganz. Darf ich den nächsten rausholen, oder soll ich damit warten? Dann kannst du ruhig machen. Alles klar, der nächste. Ja, ich hätte das jetzt eigentlich für die nächste Runde, aber willkommen zu Part 2 auf, in einem Part, auf Venom Plays Quiz. Warte, bevor du machst, wollte ich eben noch das Gespräch zu Ende machen. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind.
Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt.